hier zu grinsen? Ich freue mich, dass es dir offensichtlich beschissen geht. Und zu deiner Erinnerung. Dein Leben liegt in meiner Hand. Ja, das mag schon sein, dass du recht hast. Und vielleicht sehe ich meine Kinder wirklich nie wieder, aber eins ist auch klar. Du gehst mit mir unter. Schau dich doch um. Wir haben kaum noch was zu essen und du kriegst schon Panik bei dem Gedanken, nur vor die Tür zu gehen. Seit Jessica dich gesehen hat. Ist ja auch kein Wunder, denn jeder hält dich für meinen Mörder. Du bist am Ende, du weißt es nur noch nicht. Es ist erst zu Ende, wenn ich es sage! Dann hol uns doch was zu essen. Ich habe nämlich Hunger. Und vielleicht gehst du bei der Gelegenheit gleich mal bei deinem Arzt vorbei und lässt dir ein neues Asthmaspray verschreiben. So viel du es die letzten Tage gebraucht hast. Halt die Klappe! Alles im Griff. Ja, das sehe ich. Du kannst nicht weitergehen. Gib auf. Und so alle glauben, dass du mich entführt und nach der gescheiterten Lösegeldübergabe umgebracht hast. Wir müssen jetzt Sebastian anrufen. Nein! Aber du brauchst Geld, um zu verschwinden. Denk doch mal nach, solange du auf den Fahndungslisten ganz oben stehst, kommst du niemals an dein Erbe ran. Aber ich kann dir helfen. Eigentlich sind wir uns doch gar nicht so unähnlich. Wir haben beide den Menschen verloren, den du... Hör nicht auf, so einen Scheiß zu reden! Du hast meinen Vater noch umgebracht! Ich verstehe auch, dass es dir schlecht geht. Ja, wirklich, ich höre dich doch jede Nacht, wie du rumläufst. Du hast seit Tagen kaum geschlafen, dann fast nichts gegessen, wenig trinken. Ich weiß doch... Du weißt gar nichts! Zu. Ich will dir nur helfen. Wir müssen uns beide jetzt helfen, damit wir aus dieser Nummer hier lebend rauskommen. Sei still! Sonst lass ich dich hier verrotten. Geh ganz ruhig. Nochmal. Ich kann dir helfen. Ich besorg dir einen neuen Pass. Halt endlich die Klappe! Eigentlich bist du schon tot. Du willst mich nicht töten. Und weißt du auch warum? Weil du genau weißt, dass ich recht habe. Wir haben beide genau das Gleiche erlebt. Du hast deinen Vater verloren, ich habe Eva verloren. Und jetzt sind wir in einer beschissen ausweglosen Situation. Und eigentlich kann uns nur noch ein Wunder retten. Und irgendwie, ich glaube nicht an Wunder. Und deswegen... Verdammte Scheiße, es hat ja auch lang genug gedauert. Kannst du mir einen Gefallen tun und beim Verrecken nicht allzu viele Geräusche machen? Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich will doch mal sehen, ob ich noch meine Kinder wiedersehe. Du erinnerst mich jedenfalls nicht. Au! Verdammt noch mal! Alexa? Alexa? Hey! Hey! Schau mich, hör zu! Ich kenne mich mit deinem Scheißasthma nicht aus, also sag mir, was ich machen muss. Tasche. Tasche? Lippenbremse? Kutschenbremse? Okay. Komm her. Atmen. Atmen. Okay, komm, ich hab dich. Ganz ruhig, ganz ruhig. Schön weiteratmen. Okay, hör zu. Hör zu. Lippenbremse, ja? Weißt du noch, wie das geht? Ja? Du atmest durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und du presst die Lippen aufeinander. Kannst du das? Kriegst du das hin? Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Okay? Ganz ruhig, ganz ruhig. Hey, du musst ruhiger werden.
Jetzt komm schon, komm. Kannst du an was Schönes denken? Denk an irgendwas Schönes. Irgendwas, Kindheit, was weiß ich. Irgendwas, fällt dir was ein? Baumhaus. Du hattest ein Baumhaus. Okay, gut. Wer hat das gebaut? Du, dein Vater? Mein Vater und ich. Okay. Ihr habt das zusammengebaut. Das klingt schön. Erzähl mir mehr. Es hat da ein Glasdach. Und wir haben in der Baumkrone gelegen. Und in den Himmel geguckt. Er hat mir die Sterne erklärt. So lange bis ich eingeschlafen bin. Das klingt schön. Ganz ruhig, hey, es wird besser. Gibt's sonst irgendwas, was dich an deinen Vater erinnert? Irgendwas Schönes? Irgendwas danach? Erzähl's mir. Was ist das? Familienerbstück? Von deinem Vater? Es wird besser. Ganz ruhig. Okay. Besser? Das Leben gerettet. Warum? Ja. Du hast mir auch das Leben gerettet. Ich würde mal sagen, wir sind quitt. Danke. Scheiße aus. Ich glaube, du solltest nur Runde schlafen. Das sind, glaube ich, nicht das Schlafmangel hilfreiches bei Asthma. Okay. Ich leg mich nebenan hin. Aber nur eine halbe Stunde. Keine Tricks, okay? Jetzt komm schon. All inclusive. Kein Handy, das ständig nervt. Ich wäre doch bescheuert, wenn ich hier abhauen wollte.
Bleib stehen, sonst... Sonst was? Du drückst nicht ab. Wenn ich hier unten sterbe, gehst du für sehr, sehr lange Zeit in den Knast. So blöd bist du nicht. Ja? Deshalb hast du ja auch gar keine Angst. Doch, die hab ich. Genau wie du. Aber vor mir musst du keine Angst haben. Schon besser. Rüber. Okay, du wirst es mir hoffentlich nicht übel nehmen, aber trotz All-Inclusive kann ich dein kleines Ferienparadies leider nicht weiterempfehlen. Komm schon, nicht schon wieder. Bitte, Ansgar, hilf mir. Vergiss es. Ich bin die Geisel hier und nicht dein Erste-Hilfe-Heini, okay? Meinetwegen kannst du hier unten verrecken. Durchatmen. Gleichmäßig. Ein, aus. Ein, aus. Ganz ruhig atmen, Ansgar. Ein und aus. Tja. So ist das wohl, wenn man einen auf gut Mensch macht. Schätze, dafür muss man geboren sein. Verdammt nochmal, kannst du deinen Triumph nicht einfach still genießen? Das könnte ich schon. Aber warum sollte ich? Ich hab dir das Leben gerettet. Ach, komm wieder runter, ich dir doch auch. Und wenn du ab jetzt schön brav bist, dann lasse ich dich auch am Leben. Wie hast du das überhaupt geschafft? Ah! Wie denn so empfindlich sein? Ist ja ganz schön einfallsreich. Für einen Grafen, dem sonst dein Hintern auf dem Silbertablett hinterhergetragen wird. Muss jetzt wohl aufs Nummer sicher gehen. Los, aufstehen. Aufstehen! Vertraut. Du hast es verspielt. Lass dich keinen Moment mehr aus den Augen. Du bist jetzt ganz in meiner Hand. Lehn dich zurück und genieß es. Einfach gehen können. Das hätte ich auch gemacht, wenn ich geahnt hätte, dass dein Asthmaanfall nur eine kleine Theatereinlage ist. Wieso bist du geblieben? Weil ich im Gegensatz zu deinem Vater kein Mörder bin. Mein Vater ist kein Mörder. So?
Er hat auf mich geschossen und es war ihm scheißegal, dass Eva zwischen uns stand. Ich. Mein Vater war alles, was ich hatte. So? Eva war alles, was ich hatte. Aber wir drehen uns im Kreis. Die Frage ist doch, wie es jetzt weitergeht. Gar nicht. Du hast dich entschieden, hier zu bleiben. Bei mir. Da macht es doch bestimmt nichts aus, hier mit mir zu sterben.